Da ist noch eine Telefonzelle. Nee, doch nicht. Doch. Hat doch wieder einen Geist gehabt. Machen wir das nochmal wieder hier. Keine Ahnung wie viel. Davon, keine Ahnung wie viel. Mal kurz rein, Fähigkeitspunkte. Was ist das denn? Was habe ich hier? Okay. Digga, das ist echt mega viel. Bodenschlag. Okay, was habe ich hier noch im Weben, was ich machen kann? Kosten 15 sowieso Ausrüstung. Okay, das will ich wahrscheinlich erstmal nehmen. Ich gucke erstmal auf Fähigkeiten. Darauf habe ich jetzt Bock. Praktisch. Ne, finde ich auch. Wohnst du hier? Das Gefühl, dass er schon länger tot ist. Ich glaube nicht, dass er hier mal irgendwo gewohnt hat. Wir müssen erstmal den Eingang freiräumen. Was heißt den Eingang freiräumen? Achso. Was ist da drin? Siehst du da? Rein mit dir. Handgießen. Siegelzeichen, energiefreise. Für das Umgehen von Barrieren und sonstigen Hindernissen sind manchmal Handgießen erforderlich. Verwende, um die verschiedenen Siegel laut Anweisungen zu zeichnen. Drücke dann vollständig, um sie zu vervollständigen. Okay. Ja, auch interessant. Wo sind wir hier? Wow, ist das deine Geheimzentrale? Sei nicht albern, das ist ein Versteck. What the fuck? Okay. Kann man sich erstmal gut umgucken. Okay. Handschriftliche Notiz an KK. Räum die Küche auf, wirf die leeren Fastfood-Verpackungen weg und putz, bevor ich zurückkomme, du Schlund. Okay. Aber echt. Meldest du dich freiwillig? Auf keinen Fall. Das geht in der Kanalisation.
Ein von KK verfasster Bericht über verschwundene Personen in der Nähe eines Gullis. Er wird dir zusätzliche Fertigkeitspunkte für Geisteskräfte bewähren. Das sind meine alten Aufzeichnungen. Okay. Verlier sie nicht. Könnten nützlich sein. KKs Aufzeichnungen. KKs alte Aufzeichnungen sind auf der ganzen Karte versteckt. Findest du sie, erhältst du Fertigkeitspunkte für Geisteskräfte der Verbesserung. Also das ist direkt ein Fertigkeitspunkt, okay? Kann gleich ansetzen. Sitzt du treffst mit Erika am Bahnhof Ibusa. Was ist das hier? Kosten, also ich könnte jetzt zwei von denen mit einem Weben weitermachen, was siehst du? Gut, an die Arbeit. Okay. Welche Todesliste brauche ich alle sofort? Danke, Rinko. Bla. Das hier ist Nahrung von der anderen Seite. Theoretisch ist das für uns essbar. Aber probier's erstmal. Das Zeug haut mehr rein als alles, was du kennst. Geisternahrung. Nahrung aus der Unterwelt regeneriert Lebenspunkte wie normale Nahrung, gewährt zusätzlich auch eine vorübergehende Verbesserung der Fähigkeit. Die verbleibende Effektdauer wird unten links auf dem Bildschirm angezeigt. Interessant. Hey, ist das dein Buch? Kappas faszinieren mich, seit ich als Kind eins gesehen habe. Echt? Dann warst du schon immer so eigen. Hundefutter. Warum kriegst du für Hundefutter? Kriegst du auch noch ein Vierbeiner als. Dings hier, als Partner? Was das wohl ist? Eine rundliche Puppe, die wohl einen buddhistischen Moment nachempfunden wurde und Glück bringen soll. Ein Daruma. Okay. Okay. Alles auf dieser Karte liegt innerhalb der Barriere. Und du hast ja gesehen, was passiert. Jeder, der den Nebel darin berührt, verschwindet. Eine Barriere? Heißt das, alle in Shibuya sind weg? Tja, 50 bis 100.000 dürften bis jetzt verschwunden sein. Vermutlich mehr. Das kann doch nicht sein! Die Opferzahl macht mir im Moment weniger Sorgen. Das Wichtigste ist, dass deine Schwester und unser Mann irgendwo hier drin sind. Aber wo nur? Das weiß keiner. Bogen. Was ist das? Ringphysische Angriffe, Boss? Gefällt er dir? Bedien dich. Wo hast du den her? In meinem alten Job hatte ich gewisse Connections. Wer zur Hölle bist du? Sagen wir einfach, ich war einer von Japans Wachhunden. Aber ich habe mit Streunern rumgehangen. Tja, was immer du bist. Ein anständiger Bürger bist du auf keinen Fall. Wer sind die? Wir waren mal Freunde. Die Betonung liegt auf wahr. Unser maskierter Freund hier schreckt nicht vom Töten zurück. Hätten wir auch nicht tun sollen. Dann habt ihr also zusammen gegen diesen Kerl gekämpft? Oh Mann. Alles klar, jetzt haben wir eine Waffe. Zeit zu gehen.
Brücke hinaus. Okay, wie spät haben wir das? Ja, ein bisschen kann ich. Muss ja noch ein bisschen machen. Das heißt, muss ich will noch ein bisschen machen. Mindestens so 3 Stunden. Oh. Sie wollen das ganze Gebäude zerstören. Finde eine Möglichkeit, die Barriere niederzureißen. Los! Ein Barrierenstein. Zerschlag! Es muss noch mehr geben. Such weiter! Erstmal da rein. Ja, irgendwo sein. Das muss da drin sein. Was ist hier los? Durch die Barriere entstehen Interferenzen mit der Unterwelt. Wenn wir nichts unternehmen, sind wir so gut wie erledigt. Sieht cool aus. Das sieht eher seltsam aus. Ja, moin, ich bin ganz weit oben. Mein Fall ist mir voll auf jeden Fall. Er ist zu weit weg. Schieße mit einem Pfeiler. Ziel anvisieren und loslassen. Wir halten nicht mehr lange durch. Bewegung! Geht doch. Gut. Aber doch ein Zeitlimit, das ist nicht so geil. Jo. Okay. Mehr Steine finden. Such weiter. Und weiter. Ja, und nach oben. Ah. Wieder rein. Das wird wieder lustig. Wohin gehen wir jetzt? Sieh dich um. Irgendwas findest du schon. Sackgasse. Hier geht's hoch. Los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Er muss hier sein. Finde ihn. Das ist der Kerl. Zerstör ihn! Geschafft. Darauf hätte ich verzichten können. Sieh raus. Wer auch immer uns reingelegt hat, ist noch hier. Okay, das war jetzt
Die Barriere, okay. Puh, die Barriere ist verschwunden. Dieser Plagegeist muss noch in der Nähe sein. Sieh unten nach. Was, wenn du umgehen willst? Ich werde dann umgehen. Hier ist tatsächlich gar nichts. Krass. Wie groß das einfach ist. Ich würde gleich einen größeren Kampf auf mich warten, glaube ich. Was zur Hölle ist das? Löwenmaske, eine Kopfbedeckung für Löwentänzer. Noch, ich möchte einen Löwentanz machen sollte. Ist da jemand? Nein, aber... Du siehst sie auch, oder? Okay, hör mir zu und tu, was ich dir sage. Wow. Ihm haben wir wohl die Barriere zu verdanken. Los, hinterher. Okay. Was ist das? Verderbnis. Nutze meine Kraft und untersuche sie, wie vorhin. Und weiter! Ich sehe was. Das ist der Kern der Verderbnis. Zerstör ihn! Scheint, als hätte die Verderbnis sie gefangen gehalten. In der Stadt muss es... Manche Gäste sind in Verwuchung der Verderbnis gefangen. Mit der Ansicht, Tab kannst du die Quelle der Verderbnis aufdecken. Sobald du diese Quelle zerstörst... Und die Geister Fred hast du... Bla. Einige dieser Geister geben. Oh, okay. Weiter geht's. Was ist das? Immer was Neues. Die Spur endet hier. Vielleicht hat er uns bemerkt und ist geflohen. Naja. Wenn das so ist, sollten wir einen kleinen Umweg nehmen. Nicht weit von hier gibt es einen großen Schrein. Vielleicht finden wir dort ja was Nützliches. Sehen wir ihn uns an. Ich bezweifle, dass uns das weiterbringt. Das werden wir dann sehen. Immerhin habe ich deinen Bogen in einem Schrein gefunden. Wohl eher gestohlen. Keine Ahnung, wer weiß. Erstmal streicheln. Schlechte Laune. Kann sie nicht streicheln. Das ist doch kein Streichchen. Kollisionsprobleme.
gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Müll und Sorgen im Schrein. Wo ist da ein Zeichen, dass man es kaufen kann? Na egal, da ist ein Laden vielleicht mal. Okay. Wir gehen erstmal weiter. In der Nähe. Was denn? Eine Art gebündelte Energie. Darf der nicht weiter. Gleich mal wieder eine Dings-Telefonzelle in der Nähe. Was ist nur mit diesem Nebel? Wow. Du musst da schnell weg! Ja, ich bin ja raus, keine Angst. Nebel zieht ihr Leben und kann dich umbringen. Du tust gut daran, dich nicht allzu lange daran aufzuhalten. Oh, ich sehe schon, komm, da gibt es noch eine Mission, wo ich durch Nebel durch muss. Hundertprozentig, oh, mal schreien. Das Bild in der Schießstation erhöht, da hofft eine maximal SK, die für den elektrischen Web nötig ist. Oh. Um ein. Oder was? Nur um ein? Werde ich gleich sehen. Ja, um ein. Lull. Okay. Da. Da oben ist ein Tori. Wir müssen es reinigen. Ja, ja, gehen wir gleich hin. Da fliegt was auf mich zu. Ein Tengel. Vielleicht können wir es benutzen, um aufs Dach zu kommen. Ich muss erstmal zur Haltestelle, zu Dings hier. Es wird etwas dauern, aber Sie sollten in Ihre Körper zurückkehren können. Gute Arbeit, weiter so. War das eine Aufzeichnung? Ja, yeah, Ed kann nicht gut mit Leuten. Sehr schön. Wir machen erstmal jetzt die Geschichte. Wie war das heute gedrückt? Krass. Hat besser geklappt, als ich dachte. Yokai sind echt nützlich. Mit Greifen und Gang kannst du dich durch die Luft schwingen. Greife mit einem Draht nach einem Tengu und benutze ihn, um schneller in der Luft zu halten. Drück Ziel auf den Tengu und drücke dann Space. Blablabla, bla bla, okay. Komplett zerstört. Oh, weiß man das? Der Nebel hat sich etwas gelichtet. Ja, ich höre immer mehr Geister, die um Hilfe rufen.
Wir werden sie retten. Weiter Kunden mit Nebenmission. Ah, wir setzen den Nebel weiter auseinander. Okay, habe ich verstanden, ja. Also umso mehr von diesen Toren haben. Nebenmission. Oh, jetzt haben wir Nebenmission. Oh, oh. Wenn wir die Tore machen, geht der Nebel immer weiter auseinander. Oh Gott, ist das groß. Ach du Scheiße. Okay, Fertigkeiten. Ich habe ja 15 Punkte. Oh, guck mal. Automatisch was gelernt. Okay. Habe ich hier was Neues? Ah. Ich skill erstmal das. Überall müssen wir so ein bisschen rein. Akte 088. Eine Auszeichnung von einem Wissenschaftler, der über die Familie und Katzen spricht. Nutze es weise, Kleiner. Ist das wieder so eine Dingsaufzeichnung? Ab heute probiere ich eine Diktiersoftware aus, die einer meiner Kollegen programmiert hat. Ich denke, er hatte Mitleid mit mir, da ich ja mit meinen Händen nicht wirklich schreiben kann. Er sagt so etwas nie direkt, aber er muss von dem Unfall erfahren haben. Jedenfalls werde ich es wie eine Art Tagebuch nutzen. Meine Tochter hat heute Morgen gefragt, ob sie eine Katze haben darf. Bestimmt hat sie ihre Mutter schon gefragt. Wenn ich zu Hause bin, müssen wir darüber reden. Ein Haustier wäre eine gute Gelegenheit für sie, Verantwortung zu übernehmen. Das Problem mit Haustieren ist, dass sie meistens vor ihren Besitzern sterben. Ich weiß nicht, ob sie das verstehen würde. Und ich weiß auch nicht, ob sie sich ordentlich darum kümmern würde. Denn wenn sie das Interesse verliert, bleibt es an mir hängen. Schlüssel. Ah, Hundefutter, Schlüsselgegenstand, okay. Tore du reinigst, desto mehr können wir erkunden. Nebenbei retten wir auch noch Geister. Und wir treiben den maskierten Freak in die Enge. Win-win. Okay, ich speichere mal kurz hier ab. Ich habe mir was vor. Ich weiß nicht, wie lange ich gleiten kann. Okay, das ist krass. Irgendwie anders machen. Genau das war mein Plan. Ist auch noch was. Digga, ich bin aber übermächtig gerade. Okay. Okay, was sind die Dinge hier? Tango.